Wo genau muss ich hin? Ist die Frage. Geht es hier einfach weiter? Okay, wir müssen einfach hier auf die Brücke. Dann machen wir das doch. Kommt noch jemand? Nein? Lasst es weitergehen. Kommt. Mir ist egal, wenn da noch drei Leute sind. Ich will hier hin. Ich will in die Basis. Komm, Jack. Wir haben ein Ziel. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. So, dem haben wir gleich mal hier die Schilde weg und dann die Singularität rein. Okay. Jetzt gehe ich selbst rein. Und das war's für die Gruppe. Irgendjemand meinte mal, am besten eine Granate benutzen. Ich würde sagen, mein Sturmangriff funktioniert genauso gut wie eine Granate. Und reißt die Gegner genauso sehr in Stücke. Okay, ist hier unten Ruhe? Sieht so aus. Okay, weiter geht's. Brauche ich Muni? Ich glaube ein bisschen, ne? Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Unser Ziel? Der Commander. Und jetzt geht's wieder los. Oha. Was ist denn hier los? So, die hätten wir erstmal alle, das ganze Viehzeug, das hier rumspringt. Da würde ich sagen, erhöhen wir mal unsere Positionen ein bisschen, damit wir einen kleinen Überblick bekommen über das Ganze. So, das kann nicht schaden, wenn wir mal wechseln. Kann ich auf die Kugel eigentlich eine Singularität anwenden? Müsste wirklich, wa? Okay. Drauf auf die Sau. Er ist Invictor. Okay. Ich dachte, Invictor wäre ein anderer. Aber gut. Invictor ist einfach bloß der Präfekt. Am Ende des Tages. Wenn das so ist, dann holen wir uns den Kerl. Oh nee, nicht da rein. Das war jetzt irgendwie fast schief gegangen. Okay. Jawohl. Und drauf auf die Sau. Alles, was wir haben. Geschafft. Jawohl. Okay, wir haben den Präfekten fertig gemacht, den Herrn Invictor. Nehmen natürlich auch noch gern ein, was er bei sich hat. Und scannen ihn vor allem auch mal. Das kann nicht schaden. So, und dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können an der Konsole. Okay. Der Beobachtungsraum ist es also, zu dem wir sollen. Ich bin gespannt, was wir da machen können. Müssen wir von hier oben aus hin? Nein? Geht doch von unten. War ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob da vielleicht eine Treppe wieder runterführt, aber die Tür soll es sein. Ich glaube, kampftechnisch ist es vorbei. Yep, auf zum Aufzug. Und wir dürfen mal wieder eine hübsche Aussicht genießen, vermute ich. Oh, der Lohn unserer Kämpfe. Wir nehmen natürlich alles mit, was geht. Irock Flüssigkeitsbeutel, wirklich? Haben wir nichts Besseres, was es hier geben könnte? Na, da muss Drax sich natürlich wieder genau in den Weg stellen. Die Kernverschlüsselungstech würde ich natürlich gerne noch mitnehmen.
Also den Scan davon natürlich. Ein Terminal. Was gibt's denn hier? Sorgen. Übersetzt aus dem Tonai Zed. Diese Mission ist töricht. Wir jagen nach Reliktmythen, während diese Kreaturen sich uns zu widersetzen trachten. Wir müssen sie den Glanz der Cat erkennen lassen, anstatt den Schlamm dieses zerstörten Planeten zu durchwühlen. Ich gebe natürlich dem Höchsten keine Schuld. Unser Licht will uns nur stark machen. Dieses Relikt hat den Verstand des Höchsten vergiftet. Es sollte zerstört werden. So, so. Empfehlung. Übersetzt aus dem Tonai Zed. Gewiss haben Sie von den neuen Kreaturen von jenseits des Orkusnebels gehört. Werden sie eine Bedrohung für die Erleuchtung darstellen? Der Höchste sorgt sich nicht, doch ich sehe Schmerz und Krieg in der Zukunft. Wir müssen diese Kreaturen als die Pestilenz wahrnehmen, die sie sind. Ich empfehle, dass ein Team unserer Treuesten mit der Eliminierung beginnt. Bitte. Erleuchtetster, dieser demütige Diener erbittet eine Audienz bei Ihnen. Wenn ich schlafe, sehe ich Dinge. Schreckliche Visionen von Kreaturen, von denen ich glaube, ich kannte sie einst. Warum fühle ich mich so? Sehe ich die Zukunft oder die Vergangenheit? Bitte sorgen Sie dafür, dass das aufhört. Wenn ich sterben muss, um diese Visionen ruhig zu stellen, nehme ich mir bereitwillig das Leben. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Okay. Kreaturen, von denen er dachte, erkennt sie. Das klang irgendwie merkwürdig. Haben die Cat und die Wesen der Milchstraße vielleicht irgendeine gemeinsame Verbindung? Möglich wäre das. Ich meine, es kann ja sein, dass sie auch irgendwann mal aus der Milchstraße rübergekommen sind und ein älteres Volk sind vielleicht. Wäre denkbar. So, ich glaube, jetzt haben wir soweit alles eingesammelt. Zeit, die Konsole zu bedienen und alles abzuschalten, was hier noch irgendwie an Sicherheitssachen an ist. Das war's. Die Basis ist offline. Alles draußen auch. Sehen Sie nur. Was haben wir denn draußen ausgestellt? Keine Ahnung, aber die Nexus ist wieder eine Stufe höher und wir können wieder mal einen Kryokapselpunkt vergeben. Ja, Fähigkeiten plus 6. Wunderschön. Vielleicht sind die Geräte jetzt ausgegangen. Wobei, nee, die sehen eigentlich nicht so aus. Die pulsieren immer noch so ein bisschen. Aber wir haben jetzt Ruhe hier oben. Die Basis ist eingenommen. Und damit ist Eos meine ich natürlich, nicht bloß Prodromos. Eos soweit abgearbeitet. Gut, natürlich, die Abbauzonen gibt es hier noch. Das werde ich dann vielleicht mal irgendwann mitmachen. Ist jetzt aber eigentlich erstmal irrelevant für storytechnische Sachen. Ich glaube, das haben wir soweit geschafft. Ja. Eigentlich wollte ich noch ganz gerne nach Harbal gehen in der Aufnahmesession, aber ich glaube, daraus wird jetzt nichts mehr. Ich würde noch gern nach Prodromos zurückgehen, denn vielleicht gibt es noch jemanden, mit dem wir dort reden können. Nehmen wir doch nochmal kurz den Aufzug. Oh, hier sind noch Gegner. Die haben wir noch übrig gelassen, na sowas. Sieh mal an. Wollen wir die noch kurz holen, ja? Hat euch keiner gesagt, dass Invictus platt ist? Oder Invictor? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß. Oh Gott, jetzt kommen die Lags langsam. Es geht doch nichts über eine Bleiben Sie wachsam. Nur für den Fall. Wie friedlich es hier ist, seit der Invictor tot ist. Der Invictor, okay. Okay, es sind schon ein paar. Wir müssen mal schauen, wo die genau sind. Ein paar Unbelehrbare, die es einfach nicht lassen können. Okay, gehen wir auch mal mit rein. Wenn Drag schon hier ist, dann lassen wir uns doch nicht lumpen und gehen mit hin. Okay, gibt's was für uns? Zufälligerweise? Nein? Okay, ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen wegen den Cat. Die werden uns schon nichts tun. Und wie ich es schon geahnt hatte, als wir... Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Wie ich es schon geahnt hatte, als wir gegen den Präfekten auf Volt gekämpft haben, es wird dazu kommen, dass wir auch gegen die Präfekten kämpfen müssen, wenn sie noch andere Gegner bei sich haben oder andere Cat. Und genau so war es dann auch.
Komm raus aus deinem Versteck, mein Freund. Ich frage mich, wie lange die Cat schon hier war. Tja, sie waren schon eine Weile hier, glaube ich, ja. Das denke ich auch. Aber jetzt sollte wohl Ruhe sein, oder? Kommt noch mal jemand? Oh. Ich wollte gerade mal ein bisschen runterschauen hier. Ja, ein paar Meter geht's da schon runter. Oh Gott. Ja, das ist auch ein Zeichen meines Computers an mich, dass ich dann aufhören sollte. So langsam will er nicht mehr. Gut, wieder raus an die frische Luft. Da, wo sie nicht durch die Schildbarriere jetzt aufgehalten wird. Warum ist die eigentlich noch an, die Barriere? Oder ist sie das gar nicht mehr? Sie ist es gar nicht mehr, siehste mal. Die haben wir also ausgestellt. Das heißt, dieser Ort kann endlich wieder ungefilterte Luft atmen. Wunderbar. Das bedeutet für uns, wir gehen nach Prodromos, wie gesagt. Und wir schauen mal, ob wir dort vielleicht noch mit irgendjemandem reden können. Zum Beispiel mit dem Bürgermeister, das wäre doch eine Idee. Ich weiß gar nicht mehr, der stand irgendwo draußen mit, aber ich weiß nicht wo genau. Ob der irgendwo hier in der Nähe war. Oh Gott, ich glaube, wir werden es nie herausfinden, weil jetzt tierisch Selex kommen. Oha, meine Güte. Das ist aber nur hier an dem Startpunkt so schlimm, ne? Wenn man da ein bisschen weggeht davon, dann geht's. Naja, so halb. So richtig gut ist es trotzdem nicht gerade. Ja, ich glaube, hier gibt es jetzt niemanden mehr, mit dem wir großartig reden können. Unsere Mission hier ist wohl erledigt. Und das heißt, ich werde dann auch die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wirklich mal langsam Harval erobern sollten. Wobei, nee, wisst ihr was? Wir schauen uns noch ganz kurz, das machen wir jetzt noch zum Abschluss. Wir gehen nochmal in den Weltraum und schauen uns noch an, was es da jetzt noch in Galaxien zu erkunden gibt. Denn das sind bloß zwei, habe ich gesehen. Eine, die nichts weiter für uns hat und eine, auf der Harval ist. Oder in der Harval ist. Dafür reicht die Zeit noch. Beide Planeten, die wir schon betreten können, beziehungsweise die wir schon betreten haben, sind damit jetzt also komplett in unserer Hand. Liam hat gefragt, ob sie vorbeikommen können. Ist das so, ja? Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang ihres Terminals. Oh, ist ja richtig was los, Mensch. Okay, lesen wir erstmal kurz. Poker. Ryder, ihre Glocke hat geschlagen. Kommen Sie ins Vortex auf der Nexus. Ich mische die Karten ihres Untergangs. Na, wenn es sein muss. Dann spielen wir halt Poker gegen den Typen. Und bitte suchen Sie weiter. Von Nitola Tlion. Sie kennen mich nicht, aber es heißt, Sie suchen nach unserer Arche. Der Lusinia. Ist das wahr? Die Führung der Nexus ist so sehr mit der Station beschäftigt, dass die Arche einfach von allen vergessen wurde. Bitte geben Sie nicht auf. Meine Pflegeschwestern waren auf der Lusinia. Ich halte jeden Tag nach ihnen Ausschau. Wenn sie wirklich da draußen sind und nicht im Orkusnebel verloren, dann bringen sie sie bitte nach Hause. Ich bete für sie. Und für die, die ich liebe. Stimmt, das haben wir auch noch. Und das war, glaube ich, im System von Volt, ne? Oder dort war auch irgendwas? Ich weiß nicht, ob das die... Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Arche war? Pathfinder. Nee, darf ich mit Ihnen, nee, weil du ein Arsch bist. Ist vielleicht auch das Beste. Ich muss schon genug Leute zusammenflicken, ohne dass Gil über Karkins stolpert. Das war nicht die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte, Lexi. Ist aber richtig. Okay, wir vergeben mal den letzten Kryokapselpunkt, den wir hier haben. Was heißt den letzten? Den einen, den wir bekommen haben. Zusätzliche gewöhnliche Minenvorkommen werden verfügbar. Ja, das könnte man natürlich machen. Aber weiß nicht, ob das jetzt so notwendig ist für uns. Auf jeden Fall sammeln wir mal unsere Belohnungen ein. Was haben wir denn bei Verteidigungspots? Erhalte regelmäßig eine Lieferung mit Verbrauchsobjekten. Organische Materialien. Tech-Materialien.
Also die 10% Bonus auf EP durch Abschließen von Begegnungen. Apex-Taktik, 15% mehr Credits, ja, okay. 20% nach Abschließen, blablabla. Das könnten wir vielleicht machen. Wobei, ich habe sowieso schon immer so wenig Platz, ne? Ich glaube, hier gab's was. Ich glaube, ich werde mal die Verbindungen zum Grauen Markt machen. Denn dann können wir danach die Marktbeherrschung machen. Erhalten Sie Zugriff auf spezielle Warenangebote der Händler. Und das klingt ganz vielversprechend, finde ich. Also, der Graue Markt soll es sein. Und beim nächsten Mal wird es die Marktbeherrschung. Gut, das hätten wir. Und ohne jetzt großartig... Achso, zu Liam wollte ich noch gehen. Ja, wo ist er denn, ist die Frage. Gut, dann halten wir uns gar nicht lange auf, aber suchen noch fix Liam. Ich schätze mal eher unten, oder? Der war doch eigentlich immer unten. Schauen wir mal. Hier ist keiner. Wissen Sie, es gab eine Zeit, da hatte Sid Angst vor dem Weltraum. Wir sind viel gereist und eines Tages wurde ihr plötzlich klar, dass außerhalb der Shuttle-Wände nichts war. Sie geriet daraufhin immer wieder in Panik. Ich habe sie dann in die Arme genommen, bis es vorbei war. Heute erinnert sie sich nicht mal mehr daran. Es dauerte auch nur ein oder zwei Monate. Schon witzig, was? Woher Kinder sich alles nicht mehr erinnern? Man hat das Gefühl, man müsse es festhalten, weil es sonst einfach weg ist. Denn sonst hat man etwas, von dem man nur noch weiß, dass es einem fehlt. Drag? Halten Sie es einfach fest. Hm. Das klingt, als ob Drag Sachen bedauert, die er nicht festhalten konnte. Ich bin gespannt, ob diese Gefühlslagen tatsächlich so sind. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Ich werde Vater. Und ich freue mich total drauf, aber ich frage mich, ob das dann wirklich so ist, dass man Angst hat, Sachen zu verlieren oder Dinge zu vergessen. Sagt man das so? Ja, allerdings ist die Asari-Biotik ein paar hunderttausend Jahre weiterentwickelt. Die Menschen holen auf. Die Menschen zu Hause vielleicht. Sie haben 600 Jahre lang den Unterricht ausfallen lassen. Könnte stimmen. Okay, wir werden ansonsten jetzt aber nicht großartig mit denen reden. Ich suche eigentlich Liam, der muss doch hier auch irgendwo sein. Tür auf, Liam da. Liam? Ich habe das Projekt abgenickt. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madarath, wir haben unsere Ausrüstung. Costa? Was Rainer. Zum... Was macht ihr denn jetzt? Geht jetzt hier irgendwie was Schmutziges ab, oder... Ich muss sagen, Jala sieht auch lustig aus. Ich fühle mich overdressed, ja, das Gefühl habe ich auch. Fragen wir doch einfach, ich glaube, die sind vertauscht, oder? Denn das klingt eigentlich eher nach dem, was ein logischer Mensch sagen würde. Okay, ich beiße an. Was wird hier gespielt? Wieso gespielt? Das hier ist kein Spiel. Wir tauschen Panzerungen. Er weiß genau, was Sie meinen. Kann's losgehen? Ja. Okay. Was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho tragen? Rothjin. Und nein. Warum nicht? Aus religiösen Moment Gründen? Moment mal. Aus persönlichen was? Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus? Einige von ihnen klingen gleich. Wow, wow, wow. Was zur Hölle geht hier ab? Ich verstehe das nicht so ganz. Und wofür braucht er die Materialien? Ich dachte, es geht hier um Panzerung. Versuchen Sie absichtlich, Jor zu beleidigen? Natürlich tut er das. Genau darum geht es doch. Darum, die Dinge zu fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Panzerung für Antworten. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel aus. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? What the fuck? Okay, Adja, würde das nicht gutheißen? Ja, von mir aus. Genau genommen ist Jarl ein Botschafter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Vorgesetzten mit dieser Art der Befragung einverstanden wären. Er verpetzt uns schon nicht, falls es das ist, worum Sie sich Sorgen machen. Das hier ist eine Sache zwischen ihm und mir. Wir haben neulich rumgescherzt und erkannt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir einander beleidigen können oder es vermeiden.
Manche Dinge sind so tief verwurzelt, dass sie unsichtbar sind. Wir kannten noch nicht mal die Warnsignale. Also haben wir es hinter uns gebracht. Jetzt kann es uns nicht mehr versehentlich passieren, wenn wir zum Beispiel über einen Außenposten verhandeln. Es gibt sowieso schon genug seiner Leute, die uns gerne tot sehen würden. Was genau kann euch jetzt nicht mehr passieren? Ich meine, ihr habt euch jetzt so ein bisschen nackt gesehen und ansonsten habt ihr jetzt irgendwie die Rüstung vom anderen mal angehabt? Oder was genau habt ihr jetzt gemacht? Ich hab's immer noch nicht so richtig gecheckt. Ich würde sagen, eigentlich finde ich es ganz gut, weil die beiden sich ja verstehen miteinander und ihr gegenseitiges Verständnis dann, also wenn man das noch ein bisschen weiter treibt, dann dass wirklich dann Einsicht in die andere Kultur dann da ist, ist immer gut eigentlich. Und wenn beide damit leben können, klar, warum nicht? Okay, ich verstehe die Absicht. Und niemand wurde verletzt? Wenn Joel beleidigt wäre, lege ich jetzt auf den Boden und es wäre okay. So weiß ich, woran ich bin. Wir haben noch viel zu lernen und das ist Teil der Aufgabe unseres Teams. Also, besser wir lernen es jetzt, als wenn Leben auf dem Spiel stehen. Okay. Ich hab's immer noch nicht so ganz gecheckt, was die da gemacht haben. Soll mir aber recht sein. Liam bleibt gleich so, natürlich. Pathfinder, tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Ich habe das Gefühl, wir sollten alles andere ruhen lassen, bis die Sache mit der Moschei geklärt ist. Das wäre im Sinne der Nachbarschaft. Wir brauchen nämlich gute Nachbarn. Und du hast keine Klamotten mehr an. Reden wir später weiter. Alles klar. Er ist auch geil. Ich glaube, wir sollten alles ruhen lassen, bis das mit der Moschei geklärt ist. Aber macht ihr solche Sachen mit Jarl, ne? Vor allen Dingen, Jarl ist jetzt rausmarschiert und da draußen stand Cora rum und oben hat Peavy zugeschaut. Finde ich auch gut. Also er war ja eigentlich nackt gewesen. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt hier vor den Weibern umgezogen hat oder wie er das genau gemacht hat. Aber es scheint ja bald so zu sein, oder? Super. Finde ich großartig. Ah, die beiden sind schon klasse. Sind schon super Typen. Also ich muss sagen, ich komme eigentlich mit allen Teammitgliedern gut klar soweit. Außer mit der hier, die finde ich komisch einfach nur. Peavy ist echt nicht mein Fall. Aber alle anderen, gutes Team. Gefallen mir die Charaktere. So, und dann machen wir doch mal das, was wir eigentlich machen wollten. Hallo Lexi. Und ziehen in ein anderes Sternensystem. Es wird Zeit, die Galaxiekarte aufzurufen.